Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. In den letzten Tagen war es ja immer sehr heiß und mittlerweile können wir ja alle irgendwie Leitungswasser oder aufgesprudeltes Wasser oder überhaupt irgendwelche Mineralwasser können wir ja bald nicht mehr sehen. Kommt ja uns bald aus den Ohren wieder raus. Ein bisschen Geschmack da drin wäre ja ganz geil. Haben wir uns überlegt, wir machen einfach mal einen geilen Eistee. Richtig schön mit Pfirsich, einen guten Tee, den man aufkocht. Und ein bisschen Zitrone drin, sodass das wieder richtig geil schmeckt und dass man sich auch freut, etwas Schönes zu trinken. Dann lass uns mal beginnen. So, ich habe hier in unsere schöne Kanne jetzt 20 Gramm Oolong-Tee. Das ist ein Java Oolong Barisan. Das ist ein Bio-Tee von der indonesischen Insel Java. Das ist ein sehr, sehr feiner Tee, der sehr fruchtig schmeckt. Den haben wir uns letzte Woche besorgt. Und den haben wir schon ein paar Mal getrunken. Den werden wir dafür benutzen. Das ist ein Tee, den man auch mehrfach aufgießen kann. Das heißt, ich gieße den jetzt einmal heiß auf, damit er so ein bisschen desinfiziert. Und beim zweiten Mal kann ich dann daraus zum Beispiel auch einen Cold Brew Tee machen. Das mache ich jetzt dann beim nächsten Mal. Ich werde auch noch eine Cold Brew Version davon machen. Die könnt ihr euch dann als zweites Video hier nach ansehen. So, wir haben jetzt hier genau 21 Gramm drin. Der wird jetzt gleich aufgegossen mit einem halben Liter Wasser und wird dann zwischen 4 und 5 Minuten ziehen. Das Wasser darf nur zwischen 80 und 90 Grad sein. Wenn wir das den Aufbrühen mit zu heißem Wasser, machen wir uns das Aroma kaputt und halt den Tee im Endeffekt auch, weil dann können wir ihn nämlich nicht mehrfach aufbrühen. So, ich habe mir hier schon mal ein Wasser vorbereitet. Das ist aber noch am Sprudeln, das heißt, das ist jetzt noch zu heiß. Ich werde jetzt noch mal 1 bis 2 Minuten warten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier 85 Grad heißes Wasser. Damit brühe ich jetzt meinen Tee auf. Das sind 500 Milliliter. So, mein Oolong-Tee ist jetzt so gute 5 Minuten gezogen. Jetzt gieße ich den ab hier durch einen Teesieb, so dass mir mein Tee nicht verloren geht, den ich gleich für meinen Cold Brew Tee benutzen werde, der dann 4 bis 5 Stunden halt auch ziehen muss. Aber das erzähle ich dann im nächsten Video. Und hier haben wir jetzt unseren schönen Oolong Tee. Wir müssen jetzt uns 5 Pfirsiche nehmen, müssen die vorher einmal waschen, das haben wir jetzt schon getan. Dann müssen die Steine raus. Dafür kann man den einfach am besten einmal so aufschneiden. Dann macht man so eine leichte Drehbewegung. Dann hat man ihn auf der einen Seite schon mal raus. Und dann kann man ihn im Endeffekt so rausnehmen. Oder auch nicht. Doch, kann man. So, hier ist er. Dann werden wir den jetzt so in Spalten schneiden. Und dann kommt er mit 250 Milliliter Wasser und unserem Zuckerersatz zusammen in den Topf und dann muss es einmal kurz aufgekocht werden. Ich schneide die jetzt erstmal so in Spalten und wenn ich damit fertig bin, dann machen wir gleich zusammen weiter. So, ich habe jetzt meine Pfirsiche klein geschnitten. Die habe ich hier schon mal in meinem Topf. Da tue ich jetzt 250 Wasser drauf, Milliliter Wasser natürlich. Und dann tue ich da Erythritol drauf oder Erythrit, wie es hier halt vom Händler genannt wird. Link mache ich euch unten in die Beschreibung rein. So, dann brauchen wir 4 Esslöffel von unserem Zuckerersatz. 2, 3, 4. Der Vorteil von diesem Erythritol ist, dass es nicht insulingängig ist. Das heißt, es sind 0 Kalorien. Es ist zwar Zucker, süß, aber wir haben halt keine Kalorien. Jedenfalls nicht dadurch. Das ist höchstens das Obst, was so ein bisschen was bringt. Das ist natürlich auch genial für Diabetiker, die das natürlich auch wunderbar verwenden können. Also mein Bruder und meine Mutter, die benutzen das beide und sind beide davon begeistert.
So, jetzt müssen wir das Ganze richtig schön aufkochen und dann bei mittlerer Hitze 10 Minuten weiterkochen lassen. Dann ergibt es einen schönen Nektar, den wir dann nachher gebrauchen. Ein Esslöffel Zitronensaft soll jetzt oder muss jetzt noch in unseren Tee. Ich glaube, ich drücke mir den erstmal hier hinein und dann tue ich den da gleich rein. Ich muss mal eben schnell hier meine Pfirsiche ein bisschen runterdrehen. Die sind jetzt einmal richtig schön aufgekocht und lasse ich die jetzt bei mittlerer Hitze, lasse ich die jetzt 10 Minuten vor sich hin kochen. Ich mache mir jetzt hier mal eben meinen Esslöffel Zitronensaft. Ich würde sagen, das reicht schon. Den tue ich jetzt hier schön in meinen Tee hinein. Der ist hier gerade am Abkühlen. Wunderbar. Meine Pfirsiche sind jetzt hier 10 Minuten schön mit meinem Zuckerersatz und den 250 ml Wasser verkocht. Die sind aber noch verhältnismäßig in Form. Ich gehe da jetzt einfach einmal mit meinem Zauberstab durch und dann habe ich halt das schön püriert und dann wird das gleich einmal durch meinen Nussbeutel gedrückt. Das wird jetzt mal laut. Die gekochten und pürierten Pfirsiche werde ich jetzt durch meinen Nussbeutel gießen. Ja, da kommt jetzt unten der Saft raus. Das dürft ihr natürlich nicht machen, wenn es noch heiß ist. Ihr müsst das halt abkühlen lassen vorher, ne? Okay. So, hier haben wir jetzt meinen Pfirsichnektar. Den tue ich jetzt hier zu meinem vorhin gekochten Tee. Der ist schön abgekühlt. Mein Pfirsichnektar ist auch abgekühlt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kommt jetzt noch 500 ml Wasser drauf. Hier haben wir jetzt meinen fertigen Eistee. Den werden wir jetzt gleich in ein Glas tun, mit ein bisschen Pfirsich noch dabei und schön mit Eis. Und dann werden wir den mal probieren. So, jetzt habe ich in mein Glas Eis getan, schöne Stücke von meinem Pfirsich. Und jetzt füllen wir das mal auf, schön mit dem Eistee. Sieht doch geil aus, oder? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Jetzt fehlt uns dann noch ein Strohhalm. Der Strand, die Sonnenliege und dann kann es losgehen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ach nee, wir wollten ja erstmal noch probieren. Schatz, möchtest du probieren oder soll ich probieren? Probierst du einfach. Gut, dann probiere ich einfach. Wollen wir mal gucken. Mmh. Und? Ja, sehr kräftig, schön nach dem Tee. Der ist schon richtig geil. Und schön kommt auch der Pfirsich raus. Ist nicht überzuckert. Zumal wir ja auch gar keinen wirklichen Zucker da drin haben. Nee, schon geil, richtig gut. Könnte noch ein bisschen weiter runtergekühlt werden, aber das passiert jetzt ja, gerade mit dem Eis. Hm. Ja, das wird dann mein Getränk des Abends werden, heute, glaube ich. Ja, also dann jetzt, sollte euch das Video gefallen haben, abonniert uns, gebt uns einen Daumen. Zu diesem Thema Getränke geht das jetzt weiter, da kommt jetzt noch Cold Brew Eis Tee oder Cold Brew Tee insgesamt. Dann kommt da noch selbstgemachter Ginger Ale und Sprudelwasser, wie man dem zum Beispiel auch einen schönen Pfirsichgeschmack verpassen kann. Ohne sehr viel zu tun, ohne Zucker, einfach nur kräftig im Geschmack. Ja, also dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und Frank vom footbockhamburg.de. Ciao, ciao.